der Bahn 1. Sie kommt aus Schweden. Josefin Magnusson ist mit dabei und hier sehen Sie die gesamte Aufstellung. Ja, aus deutscher Sicht durchaus interessant, diese Konstellation. Und die nächste, die wir da sehen, auf der Bahn 2, auch sie eine Aspirantin, was die Staffel angeht in Deutschland. MTG Mannheim, ihr Verein, wir hätten sie jetzt gerne im Bild, gleich werden wir sie sicherlich sehen auf der Bahn 2. Hanna Mergenthaler, die mit dabei ist und dann auf der Bahn 3 gerade im Stadion vorgestellt, die Athletin mit der schnellsten deutschen Bestzeit, zumindest 51,69, in diesem Jahr noch nicht aktiv auf der Stadionrunde. Wir sind gespannt, was für die U23-Vize-Europameisterin geht. Vom LC Redingen kommt Laura Müller hier auf der Bahn 3 und die aktuell Jahresschnellste, das ist Nadine Gonska, MTG Mannheim, die hier auf der Bahn 4 startet, aber auch sie, die hat die Norm noch nicht geknackt, über 400 Meter und das ist das große Ziel, das sie sich hier heute ausgeschrieben haben. Dann auf der Bahn 5 ist mit dabei die Hallen-Europameisterin aus dem letzten Jahr mit der polnischen 4x400-Meter-Staffel und WM-Dritte, das ist Iga Baumgart auf der 5 und ganz außen füllt eine Britin auf, auch sie bei der WM mit dabei, mit der Silbermedaille ausgezeichnet aus Großbritannien. Lavia Nielsen auf der Bahn 6, das ist das gesamte Feld und wir schauen ganz besonders auf die Bahnen 2, 3 und 4. Hanna Mergenthaler, Laura Müller, Nadine Gonska. Spannung liegt hier über dem Stadion. Verzögert sich noch ein bisschen der Start. Da sehen wir nochmal die grüne Karte. Also alle Athletinnen bleiben nach wie vor mit dabei. Und jetzt geht's wieder in die Blöcke. Hanna Mergenthaler, Bahn 2. Laura Müller auf der Bahn 3. Nadine Gonska auf der Bahn 4. Nadine Gonskas Jahresbestzeit 52,60. Schneller war in Deutschland bisher keine Frau. 52,30 stehen dort als EM-Norm. Jetzt hat es geklappt. Nadine Gonska auf der 4 gut rausgekommen, wenn ich das aus dem Augenwinkel gut richtig gedeutet habe. Und Laura Müller in ihrem Nacken, die hängt sich da erstmal dran, die im letzten Jahr sich ja auch so fulminant über 200 Meter gesteigert hat. Laura Müller da mit 22,65, die arbeitet sich hier ran an Nadine Gonska und dann geht dahinter auch eine kleine Lücke auf. Aber auch Nadine Gonska, die ist rangelaufen an die beiden Athletinnen vor ihr. Iga Baumgart und Lavia Nielsen dort auf den Außenbahnen und jetzt ist innen Laura Müller vorbeigegangen. Die Rehlingerin liegt vorne und kommt als Erste auf die Zielgerade. Laura Müller vorne, Nadine Gonska an Position 2. So sieht es hier aus und ja, etwas schwierig zu deuten. Jetzt haben wir die bessere Perspektive. Laura Müller ist vorne, jetzt kommt Nadine Gonska und zieht vorbei. Nadine Gonska vorne oder Iga Baumgart. Am Ende wird es ganz knapp. Ich glaube minimal die Polin war vorne, aber es ist natürlich auch die Zeit wichtig. Also Iga Baumgart aus unserem Blickwinkel nimmt sie hier den Sieg mit vor Nadine Gonska, die hinten raus stark kam und Laura Müller, die hatte Probleme auf der Zielgeraden. Eingangs der Zielgeraden lag sie noch vorne und dann konnte sie nicht mehr dagegen halten, als zuerst Nadine Gonska vorbeigegangen ist. Genau hier der entscheidende Moment. Nadine Gonska geht vorbei und kann aber dann auch nicht mehr hinten raus den Konter abwehren von Iga Baumgart und da haben wir es fast im Fotofinish gesehen, dass sie vorbeigegangen ist. Ja, 52,09 werden hier angezeigt für die Siegerin. Das ist schon mal ein gutes Omen, aber ich glaube, das ist auch noch die inoffizielle Siegerzeit. Also das sind jetzt bange Sekunden, die wir hier warten müssen auf die Auswertung. Ja, und wenn wir das schon sagen, wie mag es sich dann für Nadine Gonska da unten anfühlen?